Guten Morgen, Leute. Es ist Mittwoch um 6:30 morgens und ich habe mal einen spontanen Flug für euch. Ich habe auch nichts weiter vorbereitet. Ich habe nur ein paar Zettel Papier und einen Stift. Und ich wollte mal einen kleinen Vergleich machen. Ich sage es dir mal gleich dazu, weil das wird man ja heutzutage schon besser mal bei so welchen Sachen machen. Es handelt sich in keinster Weise um eine Hetze oder ein Hassvideo, weder gegen einzelne Personen noch gegen irgendwelche Gruppen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nur ein reines Spaßvideo. Okay, und zwar wollte ich für euch mal einen Vergleich machen. Einen Vergleich zwischen Kindergartenkindern und Politikern. Und zwar erstens die Aufwärmphase. Ihr kennt es ja bestimmt von euch selber noch. Wenn ihr Geburtstag hattet oder so, dann habt ihr ja immer ganz gern Versprechungen gegeben. Ne? Das ist heutzutage nicht anders als damals. Kindergartenkinder versprechen wirklich alles, wenn sie irgendwas wollen. Sei es im Garten zu helfen, sei es sich zu bessern, sei es sich mit den Geschwistern zu vertragen. Okay, zweitens, nach dem Geburtstag. Nach dem Geburtstag dauert es eine Woche, maximal 2 Wochen. Bei den wenigsten 3 Wochen. Und alles ist wieder vergessen. Dann sind sie wieder so wie vorher. Und jetzt übertragen wir mal diese Phasen auf die Politiker. Die erste Phase ist natürlich für die Aufwärmphase. Da wird alles möglich versprochen. Wir schaffen mehr Arbeitsplätze. Wir sehen zu, dass die Arbeitslosengelder steigern, beziehungsweise dass das Hartz IV steigt. Wir sorgen dafür, dass es mehr Arbeitsplätze gibt. Okay, jetzt die zweite Phase. Nach den Wahlen. Es vergeht eine Woche. Wir arbeiten dran. Es vergeht ein Monat. Wir arbeiten dran. Es vergeht ein halbes Jahr. Was sollen wir versprochen haben? Okay, dritte Phase. Die Machtprobe. Die meisten Kinder, ihr kennt es bestimmt noch von damals, spielen irgendwie im Sandkasten oder woanders. Bleiben wir mal beim Sandkasten. Der erste sagt, meine Schaufel ist die größere. Der zweite sagt, das kann ich schnell graben. Und jetzt übertragen wir das mal ins Malen, weil gemalt hatte jeder früher. Das mache ich jetzt einfach auch mal. Ich kann nicht unbedingt besonders gut malen. Ich versuche es einfach mal. Der erste malt ein Revolver. Der zweite malt eine Kanone. Und der dritte malt eine Atomexplosion. Und jetzt übertragen wir das nochmal auf die Politik. Der erste sagt, wir greifen euch an, wenn ihr uns zu nahe kommt. Der zweite sagt, wir machen die Tests und jagt einfach eine Kanone nach oben. Dann sagt der dritte wieder, der erste war, kommt uns zu nah und wir greifen uns an. Meint der zweite wieder. Gut, wenn ihr das wollt, könnt ihr es haben. Und er demonstriert weiter. Und dann kommt die Warnung von dem zweiten wieder. Wir vernichten eure gesamte Nation. Okay, wie gesagt, ich wollte niemanden persönlich angreifen, mache ich auch nicht, ich nenne keinen Namen. Wer die Politik verfolgt hat, weiß genau, worauf ich aus bin. Aber an der Stelle kommt noch mal ein weiterer Vergleich dazu. Und zwar vergleiche ich jetzt mal die Politiker mit den Hunden. Und zwar gibt es einen schönen Spruch und der heißt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, hab keine Angst, wenn in der Politik mal gesagt wird, wir zerstören eure Nation. Für die ist das nämlich genau dasselbe wie bei den Kindern. Wenn einer die Klappe aufreißt, muss der zweite sie größer aufreißen. Hiermit verabschiede ich mich erstmal in den Mittwoch und ich wünsche allen einen schönen Tag und ich hoffe, es hat keiner was falsch verstanden, auf jeden Fall. Es sollte wirklich ein Spaßvideo sein.